Hallo und willkommen zurück bei Dyson Sphäre Programm. So, hab gerade mal wieder die Kommentare Folge 20 aufgemacht. Da gehen wir jetzt auch direkt drauf ein. Ich überleg grad. Wobei doch, das reicht. Ja. Alles von Dinom. Also, fangen wir unten an. Was ist denn das für eine Frage? Soll ich den Müll hier lassen? Lol. Endlich die Müllkiste. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ja. Ja, habe ich eigentlich noch mehr Müll? Oh, ich habe jetzt ziemlich viel Zeug. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich die irgendwann nutzen kann, ne? Wir müssen auch mal gucken, wegen Gelb jetzt, ne? Dass wir Gelbe herstellen. Das heißt, im Prinzip können wir schon mal hier... ...ein Lager für Gelbe machen. Können hier auch schon mal ein Lager hinmachen. Wobei, jetzt müssen wir langsam mal gucken, wie viele wird es denn noch geben? Wir haben noch Gelb, noch zwei... Uiuiuiui. Also wir müssen noch drei reinkriegen. Ich habe das hier sehr egoistisch gebaut. Würde das denn funktionieren? Ja. Das würde funktionieren tatsächlich. So, den Gelben werden wir noch egoistisch machen. Aber ich denke, die danach kommen, die werden nicht so krass reinlieferbar sein, wie jetzt Rot und Blau und dann Gelb. Deshalb kriegt der Gelbe noch einmal volle Breitseite. So, das heißt, in den tun wir nachher Gelb. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also noch 6 Labore. Können wir die Müllkiste direkt leer machen? 6 Labore. Hallo, wo bist du? Labor, ich sehe dich nicht. Da. Noch Glas. Ich glaube, Glas habe ich jetzt gar nicht mehr im Überfluss. Jetzt muss ich die Glasproduktion auch nochmal erweitern. Ich meine, wir haben daneben Stein, ne? Ich könnte die easy hier nochmal eine hinsetzen. So, nochmal zwei, zack. Boah, ich setze sie hier direkt auf 7. 7. Wobei, ich weiß nicht, ob ich die später nicht noch höher stacken kann. Im Moment nicht. Kann ja mal gucken. Das ist Inventory. Was ist denn mit... Ja, das gilt doch nicht für Forschung, oder? Hier, das wäre die Forschung. Zwei? Nochmal zwei? Also, wenn ich das richtig kriege. Wir haben jetzt 7, ne? Wenn wir den geforscht haben... Wenn wir bei 9, 11, 13, 15. Alles klar. Aber wir können die Solar Sails jetzt verbessern. Dass sie länger leben und so. Egal. Ich baue erstmal hin und guck, was der denn überhaupt braucht.
Okay, der braucht Diamonds. Die können wir easy herstellen. Und er braucht Titan-Crystals. Die sind ein bisschen komplexer. Wir machen das sogar ganz easy. Ich glaube, ich stelle den wirklich hier hin. So, wegen der Kohle ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Aber wir müssen ja nur zwei reinfahren, nicht drei. Deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. So, die Diamonds. Haben wir zufällig hier in der Nähe schon sehr gut vorgesorgt. Da können wir direkt hier auf die andere Seite eine Diamond-Produktion klatschen. Ups, falscher. Wo ist der Diamond? Diamond! Diamond! Diamond, wo bist du? Okay. Ist der vielleicht hier drin? Diamond! Diamond! Hier ist er tatsächlich. So, Diamonds. Hier ist ja voll, ne? Sehr gut. So, dann können wir den da schon mal direkt rüber fahren lassen. Man, der kann hier sogar durch. Der kann sich hier einfach durchschlängeln. Der muss nicht mal hochlaufen. Der schlängelt sich hier einfach durch. Gut, wenn ich noch an die Kohle muss, muss ich es umbauen. Oder wir machen es direkt so. Gut, wenn ich dann an Stings muss, muss ich umbauen. Dann machen wir es doch direkt so. Diamonds. The Diamonds in the Sky. So, jetzt machen wir hier aber Trick 17. Schwuppdiwupp und Bobdibob. Ich mach hier den hin. Nein! Ich hab nicht gewartet. Hättest du mal gewartet. Dann ziehen wir den nochmal hier durch. Ich weiß nicht, ob der zwei braucht, um die da alle reinzusaugen. Ich meine, die hier haben auch nicht zwei. Warum eigentlich nicht? Haben die die nie gebraucht, oder was? Probieren, überstudieren. Ich meine, wenn die Forschung läuft, könnten sie es vielleicht gebrauchen, ne? Aber dann wäre es doch sinnvoller... Probier mal was aus. Das so zu machen. So, dann kann ich auch noch eine Kohle, kann Förderband unten drunter durchmachen. Oder könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel klaue ich dem jetzt?
Ich setze erstmal den hier an den Rand. Dann machen wir den weg. So, der da rein und der da raus. Ich weiß nicht, wie viele Diamonds ich am Ende brauche. Was ich aber weiß, ich hole mir noch mal ein paar von den Dingern. So, wir holen uns ein Stack und ein Stack. You can use the R key to rotate the mining machine for covering more veins. The more veins covered, the faster the ores will be gathered. If you want to ignore grid snapping, try holding down the shift key. Warum erzählst du mir das jetzt, wenn ich das schon 1 Milliarde Mal gemacht habe? Aber okay. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil da gehe ich jetzt an die Kohleproduktion. Ein bisschen an die Stromproduktion, meine ich. Aber die Stromproduktion brauche ich im Prinzip nicht mehr, weil ich da oben die habe. Deswegen würde ich die am liebsten wegmachen und dann oben wirklich ausbauen. Mal gucken, wie es jetzt mit dem Strom aussieht. Interessant. Hat die so viel produziert? Echt? Das hätte ich nicht erwartet. Ich weiß gar nicht, wie viel ich von den Dingern noch habe. So, jetzt habe ich keine mehr. Strom sieht wieder gut aus. Die Frage ist, hält der das jetzt aus hier, ne? Wie sieht es denn mit der Kohle aus? Kohle scheint durchgehend zu laufen. Das heißt, ihr könnt theoretisch... Also die Kohle scheint voll zu sein. Das heißt, wir können erhöhen. So, jetzt habe ich mehr erhöht, als er, glaube ich, am Ende supporten kann. Aber gut. So, weiter im Text. Weil du nicht Raum suchst, bevor du neue Produktionsstätten aufmachst. Ich weiß nicht mehr, was habe ich gesagt oder worauf es bezogen war. Was mir nur einfällt, ich glaube, ich kann hier nochmal eine Stahlproduktion hinmachen. Werde ich noch brauchen müssen. Vor allem jetzt für die Gelben brauchte ich doch die Crystals, ne? Die hier. Ach nee, das ist Titanium Crystals.
kein Stahl. So, aber die hier muss ich noch machen. Okay, aus raffiniertem Öl, aus Wasser und Plastik. Den geht der Strom aus. Wir produzieren also immer noch nicht genug. Wie sieht es denn mit dem Öl aus? Öl ist immer noch okay. Das heißt, wir können immer noch mehr produzieren. Wie sieht es mit Wasserstoff eigentlich aus? Oh, Wasserstoff ist voll. Das ist interessant. Hierfür habe ich natürlich kein Dings. Bevor ich die baue, in der Müllkiste waren, glaube ich, noch welche. Yep. Das ist interessant. Dass ich so viel Wasserstoff habe. Aber jetzt können auch die anderen wieder produzieren. Das heißt, die haben tatsächlich alle weniger produziert, weil der voll stand. Aber wir können Öl noch weiter erweitern. Das ist cool. So, einmal Blueprint, Ölkacke T2. Drehen. Ey! Ich habe gesagt drehen. So, dafür machen wir den und den mal weg. Keine Ahnung, warum die da standen, wofür die überhaupt waren. So, Ölkacke. Ey, wieso dreht er denn den Bildschirm? Egal. So. Machen die hier dran. Zack. Ölkacke. So. Zack. Mit was tut das denn kollidieren? Also ich sehe hier nichts, womit das kollidieren kann. Collide with other objects. Hä? Hier funktioniert's. Bevor ich die Dinger baue, gucke ich einfach mal, ob das mit den Förderbändern so klappt. Weil so wollte ich es eigentlich nicht bauen. Lass mal gerade gucken. Wasserstoff geht auf den äußersten immer, ne? Ja. Das heißt, den Wasserstoff kann ich einfach hier dran klatschen. Und der geht einfach hier drauf. Zack.
So, das heißt, ich könnte nochmal viermal Öl machen. Aber hinten kommt gar kein Öl an, sehe ich gerade. Ach, sieh an, jetzt haben wir das Limit erreicht. Aber das ist ja kein Problem. Dann holen wir noch andere Ölquellen von weiter weg. Was brauchen wir denn dafür? Kabel und Prismen. Jetzt habe ich die Ölproduktion wahrscheinlich zu übertrieben. So, jetzt haben wir 4. Das heißt, dann brauche ich nochmal 4. Weiter Prismen. Also jetzt brauchen wir noch 3. Ich weiß nicht, wie viele Prismen ich am Ende brauche. Oder fehlen mir die Kabel? So, jetzt müssten wir genug haben. Jetzt brauchen wir aber noch Ölextraktoren. Die brauchen auch Prismen. So, und dann könnten wir auch eine Deuterium-Produktion bauen. So, Ölextraktoren. Baue ich mal 2. Wir brauchen auch noch eine Wasserpumpe. Bauen wir mal 1. So. Die Diamonds, die sind schon... Alter, die sind gleich voll. Die Diamonds. So, jetzt kommt hier natürlich gar kein Öl an. Jetzt müssen wir noch eine Ölquelle. Öl, Öl, Öl. Die beiden haben wir. Da ist Kohle, Kohle. Kohle spricht mir irgendwo Öl ins Gesicht. Öl! Öl! Wir brauchen Öl! Da. Öl, Öl! Hier, 2x Öl. Einmal. So, jetzt bauen wir einen Mammut-Förderband. Mal gucken. Gehen wir links rum oder rechts rum? Weißt du was? Wir gehen rechts rum. So.
So. Dann kann das Öl direkt mit auf das Förderband hier gehen. Und dann gehen wir bitte hier. So. Dann gehen wir hoch. Ne, schön über dem Müll hier vor drüber. So, und dann versuchen wir da runter zu gehen. Und da drauf. Schneller, baut schneller! Warum haben wir jetzt Öl eigentlich erweitert? Ach so, für die Crystals, ne? Für die gelben Crystals. Ach so, ich habe noch gar nicht alle Kommentare von Dinom gemacht. Zoom mal bitte oder flieg mal bitte hin zu den Dingern bei der Sonne. Möchte mal vom Nahen sehen. Ja. Ich kann mal gucken, ob wir da hinzoomen können, bevor wir da hinfliegen. Ah ne, da komme ich in die. Na gut, hier sieht das nur aus wie Scheiben. Wir fliegen mal hin. Habe ich genug Treibstoff dabei? Sieht so aus. Fliegen wir mal hin. So, weiter im Text. Das nenne ich mal Kohleausbeute, ja? Das nenne ich mal Klimawandel. Ich bin wie Deutschland. Ich gehe nicht von der Kohle weg, ich erweitere sie. So. Lol, wie du die ganze Zeit vor dem dich vor dem Fortschritt drückst und dann so voll begeistert bist, als du die ersten Dinger um die Sonne siehst. Ja, das liegt darum, weil diese Produktionsketten, das sind dann immer so riesen Dinger, denke ich mir so, denke ich mir dann so. Uiuiui, fast schon eine Dreifachfolge, sehr gut. Kein Problem. So, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind das Linsen, die um die Sonne kreisen und deren Licht gebündelt auf diesen Empfänger reflektieren. Wie ein Parabolspiegel, stelle ich mir vor. Ja, das kann durchaus so sein, ne? Also das sind jetzt noch keine Solardinger. Okay, die Grafik ist jetzt, haben sie, ja, das ist, ja, wie soll man sagen? Es ist mehr schlicht, ne, als detailliert. Na gut. Kann ich in die Sonne reinfliegen? Wenn wir schon mal hier sind, ne? Müssen wir das auch ausprobieren. Die Sonne, sie kommt immer näher. Sie wird immer heller. Ich sehe eine Sonne. Ich flieg in die Sonne. Geht nicht, ich kann nicht in die Sonne fliegen. Okay. Aber Gravitation? Weiß nicht. Achso, ich habe keinen Treibstoff. Deswegen kann ich nicht lenken. Gravitation scheint für mich überhaupt kein Problem zu sein. Gut, dann werde ich auch nicht in den reinfliegen können.
Es war ein Versuch wert. Na gut, vielleicht. Ah, wobei, Gravitation hat doch einen Effekt, weil ich werde gerade langsamer und er hat mich gedreht. Aber das ist nicht so gravierend, wie jetzt erwartet. Dem Gravitationsfeld der Sonne zu entkommen. Ich brauche unbedingt den dickeren Chor. Ich will das Tutorial da wegmachen. Ich kann aber nicht die Maus bewegen. Wir sind zu langsam. Oh nein, was wird passieren? Wir werden in die Sonne knallen. Oder auch nicht. So, auf jeden Fall ist mein Planet jetzt mal wieder der nächste. Nicht mehr die Sonne. Ich kann es nicht wegdrücken, dieses Tutorial. Ja, was wäre ich jetzt, wenn ich keine Energie mehr hätte? Dann wäre, glaube ich, verloren. Schneller! Schneller! Unendliche Weiten. Wir schreiben das ja. Steht das hier irgendwo? Nö. Doch da. Nee, doch nicht. Wir schreiben das Jahr Early Access 0924. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Beim Kacken von Bauteilen, oder nicht? Beim Bauteile-Kackverein. Nee, wo waren wir stehen geblieben? Ich hab's vergessen. Ach so, Öl. Öl, 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 Öl. So, hier haben wir eine Ölproduktion. Jetzt machen wir noch den zweiten Ölbohrer hier in das Dingen rein. So, Alter, mir gehen die Dinger aus. Kann ja nicht wahr sein. Keine Energie, mir gehen die Dinger aus, kann nirgendwo hinfliegen. Was fliegen die auch so weit? Eigentlich meine Landung. Wupp, 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 wupp. Jetzt habe ich wieder ein paar. Ich glaube, ich habe jetzt auch irgendwo Müll hier drin, ne? Ein zweier Müllförderband. Oder? Habe ich doch eben gesehen, so zwei grüne noch, die da waren. Aber sie sind weg. Weg? Weg. Nun gut, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.